Ja, man kann ja sagen, jetzt ist das verlorene Punkt gegen Argentina ist sehr, sehr teuer für uns jetzt. Så det er naturligt schade. Vi havde gerne det spil gewonnen. Aber so sollte das nicht sein. Und ich finde, Deutschland hat ein super Spiel gemacht, sehr clever gespielt. Und eigentlich sollen wir, ja, das ist ein bisschen, aber eigentlich sollen wir zufrieden sein, weil wir sind hinten mit drei, mit, keine Ahnung, acht Minuten zu spielen oder sowas. Und da zeigen wir unglaublich große Moral, finde ich, machen alles richtig die letzten acht Minuten und kriegen diese Unentschieden. Erste Halbzeit war sehr dynamisch. Wir waren vorne, Deutschland war vorne, sehr eng. Zweite Halbzeit, finde ich, war Deutschland ein Tick besser. Und wir waren ein bisschen hinten, ganze zweite Halbzeit. Und deswegen sollen wir eigentlich auch zufrieden sein.